Schnitt gemacht. Juhu! Was? Ah, sie hat geschnitten? Ja. Jetzt schneid uns doch nicht so. Oh, ein Warning-Poster. Wovor warnt es denn? Interessant, hier hat jemand mit Sand zugebaut. Dieser jemand war bestimmt Uga. Hui. Oder nicht? Ich? Nee, ich doch nicht. Ich jetzt ist mir das Schild davon gefallen. Hallo. Die haben Reef-Cola. Oh, das muss ich sofort mitnehmen. Reef-Cola, mein Lieblingsgetränk. Das habe ich mir immer auf die Wurzel gekippt. Das ist Helotl-Getränk. Nee, nein, ich nehme den Automaten mit, ist doch klar. Nur den Automaten. Ja. Warum hast du ihn dann liegen lassen? Was willst du denn mit Freelance? Die gehört doch schon zu uns. Ach so, da wirft man auch 5 Cent rein, dann kommt unten ein Baby raus. Nix ist. Ach, so eine Vending-Maschine für kleine Klitsch. Könnte ja sein, dass das so funktioniert. Wir haben ja mit dem Hobby-Bastelkeller schon überlegt, aber... Ossel, du sollst dich ganz festgehauen fühlen. Warum? Das musst du Belly fragen oder selber wissen. Ach so, ich weiß warum. Wegen Disney. Oh, scheiße. Jetzt versuchen wir die ganze Zeit ein Papagei beizubringen, aber die rafft's nicht. Die Adams Family. Das war jetzt aber solche. Dafür kann ich nichts, Belly, ne? Aber den kannst du wenigstens direkt schlagen. Das kann ich nicht, die mache ich teleportieren. Floris, ich hab dich mit irgendwas beworfen, hallo, das Viech verloren hatte. Hä? Wie kann ich mich zu euch teleportieren? Du da musst du, glaube ich, erst beworfen aufs Schiff und dann deinen Teleporter benutzen. Mit dem Daxus Astralsprinkler? Genau, das hat dieser Fisch eben verloren, den du gekillt hast. Was zur Hölle ist das? Eine Waffe. Ich glaube, ein Snipergewehr. Wieso seid. Wo seid. Ist Floris noch im Ding? 13,4, 1,2. Freelance ist drin, ja. Ich bin gestorben, ich hole mein ganzes Zeug schnell noch. Wie bist du ich habe mich gestorben? Natürlich zu den anderen teleportiert, weil ich gedacht cool habe. Ach, das ist also, falls du einen Haufen Zeug findest, lass es liegen, das ist meins. So, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Okay. Was denn? Wie heißt der? Graxus Astralsprinkler. Macht der Nas? Nein. Warum heißt der dann Sprinkler? Peng und Bumm. Peng und Bumm, was hat denn der für ein Special? Bumm. Also, das hier ist Peng, Boom. Das ist normal. Und dann kommt Bumm. Bumm ist das hier. Ah, gut. Unter Wasser nicht so gut. Aber nein, aber über Wasser perfekt. Ja. Also quasi das, was die andere Waffe konnte, ist, kann er auch. Und er kann richtig schießen. Mhm. Oh. Und er ist größer als Floris, also, ne? Ja, stimmt. Wenn man das jetzt hier so aufstellen würde, ne, da wirst du beim... Ach, da ist mein Zeug. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dachte mir, jetzt könntest du dich zu mir teleportieren, oder? Da warst du schon auf dem Weg. Oh, ich hab eine rote Taucherbrille gefunden. Oh. Wie das? Ach, Floris, sag ich schon. Freelance, wir könnten hier eigentlich die roten Dinger mitnehmen. Die roten Dinger? Ja, davon habe ich schon zwei, ja? Ist das sowas wie die gelben Engel? Weil weiter links war auch so ein Ding. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie Termitenhügel hier. Ich dachte mir, die sind so schön groß, das nehme ich mit. Das soll bestimmt eine Koralle sein. Das sieht schwierig aus. Ach, da setze ich jetzt hin. Was will ich denn mit dem Speer? Wo sollen wir das wissen? Da kannst du Sachen drauf aufspießen, vor allem unter Wasser. Wow, hast du das gesehen? Lenz, guck mal. Oh, Gold. Sieht cool aus. Gold für meine Archäologiestudien. Oh, hier ist ein Questgeber. So kann man das natürlich auch nennen. Gleich nicht mehr. Ja, den ignoriere ich auch, keine Sorge. Also hier Quest machen ist, irgendwas aufstellen, dafür hinkommen jedes Mal. Kannst du mal die Arcade-Sachen mitnehmen? Würde ich gerne, versuch mal. Hoffentlich werde ich aggressiv. Ich sollte es nicht weitermachen, außerdem kann ich die beiden nicht mitnehmen, mein Inventar ist voll. Please keys the Siri, hat er gesagt. Das sagte ich mir schon. Abbauen, während sie zugucken, ist nicht so gut. Mhm. Also solange die in der Nähe bleiben, ist das nicht schick. Lieber eine Tür oder so zwischen reinsetzen. Mhm. Ich hab eine Idee.
Du musst die KI umgehen, junger Padawan. Das sind Knochen. Knochen? Ich flute sie lieber. Hast du auch Flutilin dabei? Haha, Seitenhieb auf das Halo-LPT. Nee, ein Large Volcanic Geysir, okay. Okay. Interessant. Nehme ich. Was macht man damit? Was weiß ich? Geysieren? Ja, cool. Ein kleiner vulkanischer Geysir und macht Licht. Hab ich bin da auch an irgendwie so einer Art Grabkammer oder sowas vorbei. Das kannst du ja aufheben, Floris, ne? Oh, ein Steinaltar habe ich mitgenommen. Und ein Altar, lass ja. Lass uns einen Affen darauf opfern. Und ein Altar habe ich auch mitgenommen, perfekt. Ich gebe dir gleich, lass uns einen Affen drauf opfern. Ich hab hier die Peitsche, ich komme gleich. Ja, aber wenn Floris, du geopfert wirst... Ja, komm lieber zu mir das Zeug einsammeln. Ich habe doch auch keinen Platz mehr. Dann muss einmal anders herkommen. Kein Floris, hast Lust. Du mich nicht gesehen? Wo? Nein? Ich war in Camouflage unterwegs. Du hast dich ausgezogen und bist durch die Gegend geschwommen? Nein, er ist direkt an mir vorbeigelaufen. Wo ist der? Ja, du bist also halt... die Tarnung funktioniert. Aber voll. Tja. Guck, ich bin hinter dir. Aber ich könnte eigentlich hier auch ein bisschen. Genau. Ja, könnte mit jemand herkommen, das Zeug einsammeln. Wo denn? Ganz hinten wahrscheinlich. Oh, nee. Oh, nee, das ist also heute nicht mehr, Junge. Dann muss ich ja den ganzen Weg wieder zurück. Ich finde das cool, meine Eisspur macht auch Licht. Ja, andere Leute haben Bremsspuren, Franz Kaulquap hat Eisspuren. Das ist auch Licht. Ja, stimmt, der Matter Manipulator, da hat ja jetzt eine Taschenlampe dran. Also sind die Taschenlampen noch unnützer geworden. Ja, wenn man N drückt, dann hat man Licht. Hatte mich auch etwas gewundert, weil es ja wie gesagt die Taschenlampen mal gab. Mhm. Oh, Ruinen. Urinen. Riechen die? Keine Ahnung, hat ja keine Geruchsausgabe. Es gibt Hallo. Knochen. Und so, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Das liegt hier rum und ich kann es nicht einsammeln. Ja, warum baust du es ab, wenn du keinen Platz hast? Templestone Bricks. Weil ein gewisser Affe das Zeug haben wollte. Tja. Böser Affe? Ich glaube, das ist hier dunkel gemacht. Ich sagte gewisser Affe. Ja, böse. Ist hier dunkel. Du hast gesagt böse Affen. Nein, gewisser Affe. Böses, herumschwimmendes Ding da. Guck mal, ich mach dir doch einen Lichtkegel. Ich mach dir auch gleich mal einen Lichtkegel. Warum ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Das ist dein Blut. Nein. Doch. Noch nicht. Aber eine andere Körperflüssigkeit. Ich habe hier etwas gelbe Flüssigkeit für ihr Popcorn und es ist kein Milchprodukt. Naja, dann kann es ja von Floris ja schon mal nicht sein, weil der macht ja... Der macht chlorophyllig. Der macht Chlorophyll, genau. Photosynthese. Ha, das war's. Wir könnten uns hier ein bisschen nach unten graben. Ah! Ah! Da kommt ein Pestdoktor von links. Boom. Ja, jetzt liegen wir genau übereinander. Man sieht uns nicht mehr. Genau. Ja, okay, hier beim Wasserplaneten, da kannst du mal direkt geradeaus nach unten graben, ja. Aber guck mal, wie schnell das geht, wenn wir beide das machen, ne? Guck, da ist eine Miniaturstadt mit den kleinen Leuten, die man werfen kann. Moment, ich will nicht spoilern. Aber ich finde, Jollum sollte darüber gehen und das looten, genau. Rechts davon ist auch noch was. Ja, das erstreckt sich über. Oh, da ist ein Wachroboter. Ha-u-ha-hi. Ha-u-ha-hi. Das war jetzt fast asiatisch, oder wie? Warst du bei Mr. Miyagi, hast du gelernt? Natürlich. Auftragen und polieren. gibt's hier auf dem Planeten Titanium angeblich? Ja, ich habe auch das... schon welches. Ah, super, super. Davon brauchen wir viel für neue Rüstungen und Upgrades. Ja, der Loot, der hat sich ja voll gelohnt.
Da ist Titanium. Ja, achte drauf, welche Waffen du einsammelst, Floris. Da gibt's was Lustiges. Ich hab auch mal. Komm mal hier hoch. Neun Pixel hab ich. Komm hier hoch. Siehst du das hier? Ja. Wäre der was für dich? 5 Pixel. Wie viel Schaden macht der denn? 19,8. Was ist das Special? Da steht. Oh. Rocket Spear. Das hat mir vorhin schon mal den Crash verursacht. Könntest du die zweite Attacke machen? Ich hab's jetzt nicht ausprobiert. Ja. Franz Grog hab disconnected. Das gibt's ja nicht. Ist bei mir irgendeine Datei kaputt oder was? Ah, Mensch. Das werden wir nie erfahren. Ja, vielleicht lasse ich ihn gerade mal kurz überprüfen, ob alles in Ordnung ist oder es liegt halt wirklich an diesem Special. Die Gnome kann man nur einmal benutzen? Ja, weil das Lebewesen sind. Du grausamer Floraner, du. Der kann ja auch Zucht drin sein. Was? Ball of Gnomes, ja, ja. Ja, hätten ja auch mehrere Bälle sein können. Also normalerweise kriegst du da auf Dauer mehrere. Habe ich, nein, es war einer. So, also Starbound jetzt erstmal überprüfen lassen hier. Das oh, ich habe einen Rammriegel bekommen. Hey, das ist ein Level-Up für mich. Mehr RAM, mehr Intelligenz. Seid ihr eigentlich? Nein, das wär ein Schnelligkeits-Upgrade, oder? Ja, also effektiv mehr Intelligenz. Weil ich schneller berechne. So, Titanium war wichtig, ne? Ah, ja. 5 Teraflops und so, ne? Ach, alle haben Spaß und ich hocke hier und lass meine Starbound-Dateien überprüfen. Habe ich auch gestern erst gemacht, keine Sorge. Ja, aber du hast gestern gemacht und ich mach's während der Aufnahme. Ach, du willst doch bloß schneiden. Nee, also eigentlich nicht. Validating File. Ja. 98% komplett und da hängt er sich auf, oder was? Ja klar, da ist der Fehler. Wer alles in Ordnung sagt, so Mods habe ich auch alle rausgeschmissen. Also, keine Ahnung, was da los ist. Aber ach, das war nur cool. Ich bin gleich wieder da und ich fasse diese Speere nie wieder an. Wenn da Rocket Spear steht, ist es für mich nichts mehr. Heilige das Scheiße, das gibt's gefunden. Ja nicht. Oh, cool. Ha, wie gut. So, das hier muss ich dann was, wieder ausblenden. Was, wie gut? So. Wo seid ihr? Links Franz Kaulquap has reconnected. Ich brauche wieder eine Einladung. Oh, ja. Nicht canceln, einladen. Ich hatte noch den Speer ausgewählt, weil er den dann ausgewählt lässt und. Mh. Okay, ich warte noch. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist super. Es ist aber immer irgendwie. Wo ist denn hier viele Gegner? Ich hab mir das nicht ausgesucht. Oh, ihr seid in einer anderen Richtung. Naja, gut, was soll's. So, Franz Kaulquap ist zurückgekehrt. Und diesmal ohne diesen Speer. Nein, ich will kein Rocket Spear mehr. Kannst du ihn denn vernichten? Ist schon vernichtet. Ah, okay. So, jetzt müsste ich euch mal wiederfinden, ne? Diesmal auch einladen und nicht canceln. Ja. Ja. Wir warten. Ich habe doch die Einladung schon abgeschickt. Es ist noch nichts angekommen bei mir. Nein. Oh. Scheibenkleister, Mann. Ich weiß nicht. Ja gut, die Sachen werde ich nie wiederfinden. Ah, schön. Ist er jetzt angekommen? Ja. Es sieht so aus, als hätte Floris irgendwelche Sachen auf dem Kopf. Ja, sieht sehr interessant aus. Wie ein Gartenzwerg. Richtig, ja. Das ist der Gnome Head. Aber das Problem ist, dass ich eben gestorben bin, weil ich runtergefallen bin und all meine Sachen da liegen und ich werde da nie wieder hinfinden. Ach was, das finden wir diesmal wirklich. Oh, das heißt, ich habe eine Actionfigur gekriegt, weil da eine Leiche rumlag. Cool, die Actionfiguren, die sind doch so ultra selten. Das heißt, ich werde den Mist verhungern und kann mich nicht mehr heilen. Moment, verhungern ist aber kein Problem hier.
Ich weiß ja, gar nicht, was war denn. Ach, diese ganzen schönen Einrichtungsgegenstände sind auch alle weg, ne? Das schöne Altar und alles, na super. Das finde ich nervig. Sowas finde ich immer nervig. Also wenn, dann warst du über mir, das weiß ich. Ja, ja, ich war rechts. Ich war rechts. Da müsstest du auf Casual spielen, dann hättest du das nicht. Ja, das wäre eher mein Schwierigkeitsgrad, weil... Aber hier geht's ganz schön weit runter, also könnte es irgendwo hier sein, dass da deine... Mann, hier sind so viele Kisten und alles. Wow. Ja, ich brauche unbedingt mal den Franz, ich habe ein Halsband gefunden. Alter, du kannst nicht mal an meine Rückenflosse lecken. Besser nicht, dann schmiert er noch Dillsoße drauf und sagt, es ist toll. Lecker. Ja, das ist ja eigentlich eher so auch wieder so eine Floraner-Sache. Ne? Die haben hier ist bestimmt der Kaulquapp entlang, oder? Wenn du das Zeug, wenn du das Zeug von Yolum suchst. Ja. Das ist eindeutig über uns gewesen, der ist über mir gestorben. Ich bin aber runtergefallen, tief runtergefallen. Ach so. Das darf man nicht vergessen. So wie letztes Mal, aber wir müssen jetzt nicht wieder so eine ewig lange Suchaktion starten. Das hat ja keinen Wert. Wo seid ihr eigentlich schon wieder alle hin? Meine Spielerehre, dass wir das mindestens einmal wieder finden. Also diesmal werden 3 Folgen lang gesucht. Wir machen hier doch eh nur ein bisschen Weltraum-Nonsens. Oh, ein Venom-Sample. Ja, wir brauchen ja das, Hey, wo seid ihr denn schon wieder alle hin? Das Titanium. Wir sind doch eben noch da. Wir folgen der Höhle. Ich gebe auf hier mit euch. Das ist ja keine Chance. Habe ich auch gemacht. War nicht so gut, der Höhle zu folgen. Und hier sieht das schon wieder so gefährlich aus. Ach, natürlich, meine Erde ist ja weg. Schön. Dann nimm dir Holz mit. Bin ich halt tot, ne? Ah, die Stahlträger scannen. Nicht vergessen. Einfach nur so. Oh, da ist ein architektonisches, ja, archäologisches. Ein Ding. Dingsbums, ja. Ich versuche das jetzt mal auszugraben. Hm. Hallo, Floris. Hallo. Gib mir bloß kein Essen und nix. Das verliere ich nur wieder. Und wir geben es dir, wenn du es brauchst, okay? Ja, aber dann habe ich euch schon wieder verloren. Das weiß ich jetzt schon. Aber ist ja egal, weil dann versuche ich euch zu folgen und dann falle ich wieder irgendwo runter. Das läuft. Aha. Oh, ich habe eine goldene Kiste gefunden und die ist natürlich direkt neben den Knochen. So ob das diesmal was wird, wir sind gespannt. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wie das Ding funktioniert. Kannst du das bitte jetzt in dem Video hier erklären? Was? Nein. Aua. Was? Nein, ich glaube, es hackt. Ich glaube, ich habe die Stelle gefunden, wo ihr euch runtergebohrt habt. Du musst halt das richtige Werkzeug nehmen für den richtigen Job an der richtigen Stelle und halt hoffen, dass du irgendwie das Ganze freigelegt bekommst. Was redest du denn da rum? Ich grab aus. Das sieht aus, als würdest du da so ein bisschen rumwedeln, so ein bisschen Staub wischen hier. Ich glaube, das kannst du vergessen. Das Problem ist, meistens geht das halt schief hier mit dem Ausgraben. Also die Erfolgschancen scheinen nicht sehr hoch zu sein. Ja, mach das hier noch weg. Ups. Hört auf, mich zu beschießen. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Ja, das fehlt auch gerade. Nee, ich hab dir die diese nervigen Dinger da weggemacht. Diese Zacken. Ach so, damit ich nicht reinlaufen kann. Ja. Der Floraner will freundlich sein. Oh, und ein Wrecked Fan habe ich auch bekommen. Juhu. Ich war doch noch nicht fertig. Warum incomplete? Aber jetzt kriege ich wenigstens die Truhe, oder? Ja, wenn die Werkzeuge ausgehen, dann ist das incomplete. Ich hatte doch noch Werkzeuge. Ich weiß nicht, da soll ich jetzt wohl ein Knochenteil getroffen haben, kaputt war, aber ja, also, ne. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ne. Ich sehe schon, ich muss das auch mal nochmal versuchen. Ich habe das schon mal hinbekommen. Mehrfach. Dann kannst du es ja erklären. Ich mache hier auf jeden Fall mal meinen Freund den Blobby kaputt. Hier liegen ja Schätze rum. Und irgendwelche Helden bauen hier wieder gerade nach unten. Tja, klar, was denn sonst? Nicht ganz so gerade nach unten. Treasure Hoard. Was? Glitch, Freelance heißt Freelance, weil sie allein unterwegs ist, ne? Freiberuflerin und so. Ja, eigentlich würde ich ja bloß das Arcade-Zeug abholen. Und dazu muss ich erst wieder zur Stadt zurück. Unterwegs, ich bin dann mal nach rechts gegangen in diesem Fall jetzt. Aber ich dachte, der Weg ist vielleicht kürzer, aber irgendwie scheint er mir länger zu sein. Und welches
das Zeug willst du abholen, das AK-Zeug? Ja, was ich extra für einen gewissen Affen abgebaut habe, was der dann aber nicht einsammeln wollte. Ach so, die Arcades, die Spielautomaten und so. Ja, ich bin extra aufs Schiff zurück dafür. Ach, das die sind aber ja auch direkt die Modulteile, das ist ja... Aber da, da niemand mehr in der Stadt war, muss ich den ganzen Weg laufen. Ja, ja, rockt weiter. Nein, nein, hört bloß nicht auf zu rocken. Ach, das ärgert mich gerade, dass die Sachen weg sind. Wir werden sie wiederfinden. Nein. Das behaupte ich jetzt zum erneuten Male, aber vielleicht... Achtung, pass auf. Das sind überall Stacheln und du rennst auch noch rückwärts. Ich sehe hier nichts. Das ändert nichts daran, egal ob ich vorwärts oder rückwärts gehe. Da zum Beispiel ist Titan. Wölfchen! Ich hab mich noch gewundert, was pufft denn hier so ab? Oh mein Gott, es beschmuckt mich, es bespuckt mich mit Wattebay im Bäuschen. Wortfindungsstörung V2.0. Ja, ist bei dir nichts Neues. Ja, nee, also irgendwie in letzter Zeit ist das ganz schlimm. Das liegt bestimmt dran, weil ihr mich alle beleidigt. Das würden wir nicht tun. Weil ihr alle mein Volk töten wollt. Das ist ja was anderes. Ihr wollt Stäbchen draußen machen. Das würden wir nie tun, unsere Ösadiner. Ja, ja. Ich wäre da eben wieder fast genau in diese Lücke da durchgefallen. Ja, kannst ja mal deinen Transformator polieren. Ist das ein Floraner? Es gibt keine Floraner auf Hawaii. Es gibt keine Floraner. Oh, scheiße. Da ist ja fast alles hier unter dem Stein begraben. Wie soll ich denn das packen? Wie soll denn das gehen? Ihr habt doch einen Sockenschuss, ey. Ja, ich habe eine Salbe. Nein, du solltest das drehen. Die Werkzeuge kann man nicht drehen, hä? Ah ja, es gibt einen rechts gedrehten Bohrer und einen links gedrehten Bohrer. Natürlich, wie kann ich nur so dumm sein? Was ist der Unterschied? Der eine, mit dem kannst du nur von rechts bohren, mit dem anderen nur von links. Verstehst du? Solche, was war mit dir los? Du hast dir gar nicht gelootet. Ich hab dir auch was übrig gelassen. Boah, das ist ja mal nett. Ach, das kann eigentlich nichts mehr werden, weil mir ein Werkzeug fehlt. Das gibt's ja nicht! Basis. Ich bin in der Stadt, juhu! Wenigstens habe ich drei Knochen gekriegt, ne? Okay, die Teile brauchen wir definitiv. Oh, nee, nicht schon wieder sowas hier. Da kann man runterspringen. Floris, wo du abgestürzt bist, das war das auch in demselben Biom? Nee, das war grün, wo die ganzen Häuschen rumstehen. Ah, ach, das war da. Ach so. Da war ich ganz woanders. Der Welle. Gut, dann bringt's ja auch nichts, wenn ich hier unten rumsuche. Na. Sardelle gegen Stalaktit. Das war nicht gesund. Ich bringe mir auch ein paar Drains mit. Sehr gut, da kann er ablaufen lassen. Ganz genau. Jetzt muss einmal quer durch die Stadt laufen, durchs Wasser, wo man sich so gut bewegen kann. Aber Leute, einen Erfolg können wir uns echt hier auf die Fahnen schreiben. Wir haben Kühlschränke aufgestellt und benutzt. Das ist für dich ein Erfolg. Ja. Wir haben die schon lange benutzt. Oh, so. Nein, nicht so wirklich. Doch. Ihr habt auch nichts dazu gesagt. Ja, ich habe ja auch schon Scheiße reinge... Essen, ein Zeug reingeschaufelt, aber eher so unbewusst. Für mich sah das nicht aus wie ein Kühlschrank. Ach, Ossel. Ja, für mich sah das aus wie so ein Hightech-Schrank. Ist ja auch ein Hightech-Schrank, da ist kalt drin. Das kennen die Hylottl nicht. Also ich habe hier nicht einen Kühlschrank bisher gesehen. Oh. Es schießt schon wieder Zeug. Okay, das ganze AK-Zeug ist natürlich despawned. Geht auch endlich kaputt. Das sage ich ihm auch die ganze Zeit, aber er stirbt nicht. Zeug hast du gehört? Was? Das ganze AK-Zeug ist despawned. Okay. Ich habe zu lange gebraucht. Oh, ein Diamant. Was soll ich nur mit dir machen? Hm? Den Diamanten sollte jemand anders nehmen, habe ich so den Eindruck. Das ist nicht schlimm. Die findet man eigentlich gar nicht mal so selten. Damit meinst du das Zeug, das du dann in der Hylottl-Stadt abgebaut und hast und nicht mitgenommen hast? Ganz genau, weil niemand zu mir gekommen ist, um das Zeug zu holen.
Deswegen baut man nur ab, was man auch mitnehmen kann. Ich dachte, der Affe kann es mitnehmen. Ja, okay, geben wir die Schuld dem Affen. China, du bist doch ein weiblicher Charakter, oder? Ja. Ja, wieso? Ich habe ja was für Frauen gefunden. Elegant Wedding Top. Bäh. Will doch nicht heiraten, ist doch nicht blöd. Ich bin eine schwergerüstete Lady. Kannst du ja nicht nur zur Hochzeit anziehen. Nein. Ich bin eine schwergerüstete Lady. So. Eine Schwady. Was? Schwady? Denkt dran, wenn ihr einen Speer seht, wo Rocket Spear dran steht, ne? Weit dir geben. Erhalten. Ja, nie. So, ich mache hier wieder einen Cut. Warum? Ein direktes Cut? Weil ich es kann. Okay.